Wir haben jetzt unseren ersten Vortrag für heute und dafür steht hier neben mir Ökök, ein Name mit zwei Umlauten, der schon diverse Techniksysteme gebrochen hat, in der dieser Vortrag angekündigt wurde. Ökök ist politisch engagiert bei den Piraten und daneben auch in vielen anderen Organisationen tätig, bei Bits und Bäume zum Beispiel, und macht einen Podcast, der heißt Gleichbemöglicht, wo es um die Grenzen der Gleichberechtigung geht. Und heute kriegen wir aber nicht diesen Podcast, wobei ich gehört habe, es geht auch um die Probleme mit diesem Podcast. Es geht um das sogenannte Fediverse, und was das ist, wird Ökök uns jetzt erzählen. Herzlich willkommen. Danke dir für die Vorstellung. Ja, da brauche ich mich gar nicht mehr vorstellen, das ist auch ganz gut. Und ja, hier mal kurz die Gliederung vom Vortrag und dann beginnen wir am besten. Ja, große Frage, was sind überhaupt diese sozialen Medien, wo auch das Fediverse ein Teil von ist? Also man sieht schon ein bisschen, es muss was Digitales sein, weil Medien, also Druck- und Printerzeugnisse zählen nicht dazu, und das Soziale dahinter ist die gemeinschaftliche Nutzung. Punkt ist, es muss immer so ein Senden und Empfangen sein, also zum Beispiel eine klassische Internetpräsenz von einer Zeitschrift zählt nicht dazu. Es muss zumindest theoretisch möglich sein, dass beide Seiten miteinander kommunizieren können. Hier nochmal so ein bisschen Überblick, was zählt dazu? Video wäre jetzt groß bekannt, zum Beispiel YouTube, Audio, von früher MySpace, Image-Sharing, Bilder, Instagram, Blogging und Microblogging sind bekannt, Facebook, Twitter und Chats zählen mittlerweile auch dazu, wäre dann sowas wie WhatsApp. So, das sind ja jetzt aber die großen Datenstaubsauger, über die wollen wir gar nicht reden so richtig, sondern lieber über das Fediverse. Ihr seht da das Logo, das bunte Logo mit den kleinen Peers. Und Fediverse ist ein Kofferwort aus Federation und Universe. Und die Idee dahinter ist, dass es verschiedene Dienste gibt, die miteinander föderieren, aber voneinander unabhängig am Ende sind. Und im Fediverse selber ist auch diese wunderschöne Grafik entstanden über einen sehr langen Zeitraum, den ich auch auf Mastodon mitbeobachtet habe. Hier sind so ein bisschen die verschiedenen Dienste noch mal dargestellt und wie sie miteinander reden. Die können miteinander reden, weil dahinter ein gemeinsames Protokoll liegt. Das ging los 2008 eigentlich mit GNU Social. 2016 hat sich ActivityPub durchgesetzt. Das ist hier das blaue Netzwerk sozusagen. Also alles, was auch mit blau umrandet ist, kann über ActivityPub miteinander reden. Genau. Ich werde mich von den vielen Diensten hier vor allen Dingen auf PeerTube, Funkwell und Mastodon konzentrieren. Das liegt daran, dass ich damit die meiste Erfahrung habe und da auch Accounts betreue. Also ich betreue auch ein Friendica, aber ich glaube, mit einem großen Blogging-Dienst sind wir erstmal gut bedient. So. PeerTube, die Plattform für Videos. Da könnt ihr sowohl vorproduzierte Videos als auch Streaming damit testen. Und Streaming gibt es noch gar nicht so lange, das gibt es seit diesem Jahr und funktioniert einwandfrei. Das haben wir auch mit Bits und Bäumen dieses Jahr getestet für das ÖIZ in Dresden. Und ganz wichtig zu sehen, im Fediverse gibt es ganz oft süße kleine Maskottchen, hier das Sepia. Ich habe euch hier mal so einen Screenshot gemacht, so ein bisschen den Aufbau zu sehen. Also das ist ein Screenshot von meinem Account. Ich bin bei video.dresden.network. Und genau, also der Aufbau ist sehr, sehr ähnlich wie bei YouTube. Es von der Plattform, aber so die einzelnen Accounts sind ein bisschen anders. Also ihr habt auf PeerTube nicht einen Kanal, sondern Account und darunter nochmal Kanäle und darunter nochmal Playlists. Also es ist ein bisschen feingliedriger als bei YouTube. Wenn ihr euch da was neu anlegt, müsst ihr da ein bisschen drauf achten. Genau. Wenn wir hier so gucken, links die Liste ist im Prinzip selbsterklärend.
Was interessant ist, oben ist auch eine Suche und die ist auch peer-übergreifend. Also das war am Anfang ein bisschen schwieriger. Mittlerweile funktioniert die peer-übergreifende Suche. Also ihr müsst nicht wissen, wo ein Video liegt, auf welchem Server, das ihr euch anschauen wollt. Aber wenn ihr schon Bescheid wisst oder wenn ihr schon wisst, wie ein Kanal heißt, ist der Aufbau einfach @. In meinem Beispiel wäre es @ueckig@video.dresden.network. Was ich sehr, sehr schön finde, hier auch in der Übersicht, es ist gleich erkennbar, welche Lizenz ist, was ja auf YouTube immer so ein bisschen, naja, Sucharbeit ist. Und deshalb habe ich den Screenshot auch gemacht. Nee, deshalb habe ich den nächsten Screenshot gemacht. Nee, ich sehe es gerade nicht. Okay, dann in der Theorie, weil ich es gerade nicht so... Ah, es ist dunkel, deshalb sieht man es nicht. Ganz, ganz oben sieht man, dass ein Peer gerade mit meinem Video beschäftigt ist. Das ist auch halt die Besonderheit, weil es halt serververteiltes Netzwerk ist. Im Streaming hat man das sehr schön bei uns gesehen. Da waren teilweise bis zu 15 Peers beteiligt an unserem Streaming, was wir im Frühjahr gemacht haben. Läuft. So, nächster Screenshot war wegen was anderem. Der war, falls ihr parallel noch YouTube betreibt, die schöne Möglichkeit, ihr könnt direkt Videos hochladen, ihr könnt aber auch andere URLs importieren. Und wenn ihr schön auf YouTube schon alles angelegt habt, könnt ihr das einfach den Link kopieren und das übernimmt euch alle möglichen Details, die ihr schon eingestellt habt, vom Thumbnail über die Videobeschreibung. So, vom Gucken zum Hören sozusagen, Thunkwave ist für Audio, ist nicht ganz so verbreitet, gibt es nicht ganz so viele Server wie jetzt bei PeerTube. Es gibt Musik und Podcasts und ja, der größte ist wahrscheinlich zurzeit Open.Audio, so wirklich im deutschsprachigen Reihenraum gibt es auch keine. Alles ein bisschen schwierig, weil die meisten, die halt Musik machen, wollen dafür Credits oder sind schon auf Bandcamp und das mit dem Podcasting, ja, ist sozusagen im Feni noch nicht ganz so doll etabliert. Aufbau ist wieder wie bei PeerTube, dass es wieder mit Account, Kanal und Playlist ist. Und ja, da die Situation mit dem Thunkwave-Server ein bisschen schwieriger ist, habe ich mir gedacht, okay, ich bin jetzt auf einem großen Server mit meinem Podcast, der Engel vorhin auch schon angekündigt hat. Und da war die Downzeit ganz, ganz furchtbar. Ich habe immer so, am Ende waren es bis zu 4 Tage gewartet, bis dann tatsächlich meine Folge veröffentlicht war. Und da ja alle im Feni mitmachen können, werde ich jetzt ab Oktober, wenn alles gut läuft, einen eigenen Thunkwave-Server betreiben. Das ist schon mal die Skizze vom Logo. Und ja, das ist vor allen Dingen dann an deutschsprachige Podcasts gerichtet, weil, wie gesagt, ich finde, da ist noch nicht so wirklich was vertreten, wo man wohnen kann. Im Moment werde ich es noch so machen, weil Moderation sehr, sehr wichtig ist, dass es eher über das Friend-of-a-Friend-Prinzip funktionieren wird mit dem Podcast. Und ja, das Ganze liegt dann bei Weingärtner IT, also ich miete mir die Technik dahinter an, damit ich dann nur noch die Moderation dahinter habe. Das ist von Markus, den vielleicht einige kennen, weil er die beiden Server Dresden.network und Video.dresden.network auch betreibt. Also falls ihr irgendwas im Fedi anmieten wollt und euch den Stress nicht machen wollt, ich empfehle Markus und Weingärtner IT. So. Und jetzt das große Ding, was wahrscheinlich alle irgendwer kennen, Mastodon. Ich habe auch die passende Jacke dazu an. Und ja, der Microblogging-Dienst und wahrscheinlich für viele die erste Begegnung mit dem Fediverse überhaupt, wird oft mit Twitter verglichen, wird dem Ganzen aber nicht ganz so gerecht, finde ich. Ja, wie ihr seht, ich bin auch so begeistert, ich habe dieses Bild gemalt und
eine Jacke dazu an. Ich habe euch hier wieder einen Screenshot mitgebracht und da wird auch gleich erkenntlich, warum ich sage, der Vergleich mit Twitter wird dem Ganzen nicht gerecht, weil ihr habt in der Mitte gut zu sehen, ganz viel Platz, um euch vorzustellen. Es gibt diese schöne Tabelle, wo ihr halt frei eingeben könnt, was ihr wollt. Also ein bisschen etabliert ist, dass sich viele die Pronomen noch mit reinschreiben oder andere Kontaktmöglichkeiten, so wie es hier im Beispiel ist. Und ja, das Wichtige an so einem sozialen Netzwerk sind natürlich auch die Beiträge und ganz links zu sehen ist auch das Feld, wo die eingetragen werden können. Also im Vergleich zu Twitter gibt es 500 Zeichen. Ihr könnt aber auch normal Anhänge, Umfragen und Verlinkungen ermöglichen. Und ganz besonders wichtig, da steht CW, das steht für Content Warnings. Und das ist super, dass das so gut da eingerichtet ist. Also zum Beispiel, wenn sexuelle Inhalte geteilt werden sollen oder Bilder von Essen, kann man da die CW einschalten und damit andere Leute die Beiträge sehen, müssen sie extra nochmal draufklicken. Die sind also zugeklappt, nicht wie bei Twitter, wo man zwar eine Warnung darüber schreiben kann, aber naja, dann landen die Bilder trotzdem in der Timeline. Und neben diesen Content Warnings kann man auch einfach Bilder unscharf machen, wenn man sich denkt, ah, die wollen vielleicht nicht alle gleich sehen, wenn es zum Beispiel eine Gewaltdarstellung ist. Genau. Bei Beiträgen und Profilen, ganz hier unten ist zu sehen, man kann auch Beiträge anheften und das sind auch bis zu 5. Also wenn ihr denkt, ihr habt den großen Beitrag gemacht und der ist super gut, dann könnt ihr da auch bis zu 5 in eurem Profil eintragen. Wenn wir bei Beiträgen sind, das Teilen ist auch ein bisschen anders, als man es vielleicht von Twitter kennt. Also ich weiß nicht, wie viele von euch Twitter benutzen, aber wenn ihr es benutzt, ist es euch wahrscheinlich allen schon mal passiert. Ihr habt eigentlich einen Beitrag gemacht, seid stolz drauf und dann kommt irgendein anstrengender Mensch und teilt dann mit Zitat und macht sich über euch lustig. Das ist im Fediverse nicht möglich, weil es diese Zitierfunktion nicht gibt, kommt einfach dadurch, dass es eine Schutzfunktion vor diesen Situationen ist, dass halt, was weiß ich, irgendwer aus dem rechten Mob kommt und sich über euch lustig macht. Genau. Dann gehen wir mal nach ganz rechts und da ist am dritten Punkt so diesen kleinen Männchen mit dem Lokal. Bedeutet, ihr macht das ja nicht alles nur für euch selbst, ihr wollt ja dann auch andere Leute lesen und Beiträge von anderen Leuten lesen und dieses Lokal steht für die lokale Timeline. Also bei Twitter habt ihr irgendwas zusammengewürfeltes von Leuten, denen ihr folgt und bei Mastodon habt ihr eine Unterteilung in die verschiedenen Timelines. Lokal bedeutet, dass das die Timeline von eurem eigenen Server ist. Darunter ist dann das föderiert, das ist dann von allen Servern, die mit eurem Server verbunden sind. Und natürlich habt ihr dann noch eure eigene Timeline sozusagen von den Leuten, denen ihr folgt. Und wenn das dann alles viel zu unübersichtlich ist, weil ihr auf einmal 500 Accounts folgt und ganz, ganz viele Beiträge kommen, gibt es auch noch die Funktion von Listen, die ich sehr mag. Man sieht es hier unten in meine 4 eigenen. Ich habe das so ein bisschen lokal getrennt und dann so in Einzelpersonen, denen ich sehr gern folgen möchte. Und dann könnt ihr euch halt nur die Beiträge von diesen Personen angucken, was nochmal einen sehr schönen Überblick bringt, wenn ihr dann irgendwann, wie ich, bei, naja, 593 Leuten seid, denen ihr folgt. So, genau. So viel zu Mastodon. Das ist das Netzwerk, worüber man am meisten reden könnte. Wenn ihr da noch Fragen habt, gern nochmal an mich. Und am Ende habe ich auch 2 unterschiedlich lange Anleitungen für Mastodon nochmal verlinkt. Das eine ist quasi ein Buch. das lassen wir mal kurz zu einem Überblick sein. So, die Social-Media-Landschaft als solches. Also ist ja schön, unsere kleine dezentrale Welt, aber im Vergleich die zentralen Medien, Facebook, der ganze Schmutz, den ich am Anfang genannt habe, wird halt doch mehr benutzt. Ich habe jetzt vor kurzem eine Zahl gehört, dass
rund 13% aller Erwachsenen Social Media nutzen und damit ist halt ein Facebook, ein Twitter gemeint. Also sind viele Leute und dagegen sind wir sehr, sehr wenig im Feli. Aber nichtsdestotrotz ist es halt toll, weil die zentralen Dienste haben bergeweise Probleme. Ich habe jetzt einfach mal so 6 Punkte rausgenommen und ja, möchte die mal kurz ein bisschen erläutern. Eigentlich ganz offensichtlich ist halt die Finanzierung. Wie kann es sein, dass ein Facebook so ein Riesenkonzern ist? Wie kann es sein, dass ein superreicher Mark Zuckerberg einfach unter den reichsten Leuten der Welt ist? Tja, die Facebook-Nutzung ist kostenlos. Kostenlos, wir bezahlen halt, wenn wir uns da anmelden, mit unseren Daten. Und das ist halt nur so der beste Fall, wenn dann eine personalisierte Werbung rauskommt. Ich erzähle immer gerne die Anekdote, dass ich einen alten Facebook habe, der irgendwann davon ausgegangen ist, dass ich Single bin, lesbisch und in Leipzig wohne, weil ich ein bisschen den mit falschen Daten gefüttert habe. Das wäre sehr lustig. Aber eigentlich ist es gar nicht lustig, weil ich wurde trotzdem halt analysiert, nur falsch. Genau. Auch gruselig an der ganzen Sache ist eigentlich, wie viele Leute unbedacht Daten an private Unternehmen geben, Beziehungsstatus etc., die sie halt einem Staat nie geben würden. Und ja, wie man sieht, wir waren gerade beim Beispiel Facebook, darauf aufpassen können sie halt auch nicht. Gefühlt gibt es so alle 2 Wochen irgendeinen neuen Skandal mit Datenleak. Schwierig mit der Finanzierung und wo sie herkommt. Auch schwierig ist die Moderation, weil, naja, also vielleicht habt ihr auch mal diesen Bericht von dem Moderationslager gelesen, wo irgendwo unterbezahlte Leute die gemeldeten Sachen von Facebook kontrollieren müssen. Es ist halt einfach so eine Masse an Beiträgen, dass es sich anfühlt, als gäbe es gar keine Moderation. Oder bei Twitter, du meldest irgendwas und nichts passiert. Und auf der anderen Seite werden halt auch Riesen-Accounts gesperrt. Also schönes Beispiel ist halt, dass Ende Gelände immer mal von Twitter verschwindet. Deshalb sind die übrigens auch jetzt im Fediverse und sehr, sehr aktiv, weil da werden sie nicht einfach weggelöscht. So, Community. Das ist so das Nächste. Wir waren gerade bei Twitter. Ich glaube, die Community auf Twitter hat ja eh schon ihren Ruf weg. Und ja, wenn die Moderation schon nicht so funktioniert und halt ein Twitter nur 280 Zeichen hat, also wie gut können Menschen sich auf 280 Zeichen ernsthaft miteinander verständigen? In meinen Augen gar nicht. Jetzt durch den lustigen Wahlkampf, den wir gerade haben, musste ich leider wieder ein bisschen mehr Twitter benutzen. Und ich habe es halt selber gemerkt, wie meine Beiträge, die ich schön auf Mastodon vorformuliert habe mit meinen 500 Zeichen, auf 280 halt schon so viel, naja, aussageschwächer sind. Also ich weiß nicht, wer auf die Idee kam, dass das tatsächlich ein Umfang ist, mit dem man reden kann miteinander. Ja, Algorithmus, auch sehr schön. Ich habe euch vorhin die Timelines gezeigt auf Mastodon, die schön chronologisch sind, die man sich einrichten kann, wo man sich Listen einstellen kann. Und Twitter und Facebook, die denken sich, okay, wir wählen jetzt aus, was wir denken, was halt wichtig ist. Ich kenne tatsächlich Leute, die das ein bisschen vermissen, wenn sie ins Feli gehen. Ich kann es aber überhaupt nicht verstehen. Und ich habe es halt selber bei meinem Twitter gemerkt. Ich folge halt auch so ein paar Gaming-Kanälen, mache aber selber immer diesen komischen Politik-Scheiß. Und alle Gaming-Accounts werden mir einfach nicht mehr vorgeschlagen seit, keine Ahnung, einem Jahr oder so. Also wenn ich nicht aktiv danach suche, kommen die nicht mehr in meiner Timeline vor, obwohl das bestimmt so 20 Accounts sind. Ja, weil Twitter denkt, das ist halt so richtig. Ja. Nächster Punkt wäre die Abhängigkeit. Ich habe schon gesagt, Accounts werden unbegründet immer mal gelöscht. Und ja, es ist halt auch sehr schön. Habt ihr schon mal versucht, einen Facebook-Account zu löschen? Ich habe es noch nicht geschafft. Und Barrieren als letzter Punkt, ja, also es sind zwar ganz viele Leute da, aber ich denke mal, für die meisten, die hier sitzen und auch im Stream zuhören, ist die Barriere so ein bisschen, ich will halt meine scheiß Daten nicht angeben. Ich habe für meinen Twitter zum Beispiel eine falsche Telefonnummer, weil ich nicht will, dass sie meine richtige Telefonnummer haben. Und das wäre halt die Barriere bei uns.
So, jetzt ist die Frage, Fidiversus-Gegenentwurf. Wie sieht es denn da mit den Kritikpunkten aus? Und gehen wir auch immer mal über die Finanzierung. Und ja, ihr wisst wahrscheinlich alle, Server kosten Geld. Aber wo kommt das Geld dann her, wenn irgendwo immer irgendwelche freiwilligen Leute was machen? Also entweder sie machen es halt einfach trotzdem oder größere Server, ja, die brauchen halt teilweise Mietmodelle und sowas. Also es gibt Mietmodelle, ich habe von Weingärtner IT erzählt. Es gibt auch die Möglichkeit, sich Accounts anzumieten, so ganz low-level einfach sich für, ich glaube, das war so ein Euro rum bei Digital Courage zum Beispiel, einen Account anzumieten, weil, naja, irgendwo muss es herkommen. Und wenn ihr ins Fedi geht und wenn ihr irgendwo auf eurem Server glücklich seid, sage ich euch deshalb, bitte, bitte, bitte spendet an eure Server, weil ja, die Moderation ist super viel Arbeit und wie gesagt, Serverkosten oder halt an die Apps, die ihr benutzt. Da sind wir schon auch bei der Moderation und die ist ein zweischneidiges Schwert. Also ich glaube, wir sind alle einig, gute Moderation ist super wichtig, aber es ist halt so ein bisschen die Frage, was ist gute Moderation und wer führt die durch, wer will das freiwillig immer machen? Und deshalb, bevor ihr euch irgendwo einen Account anlegt oder bevor ihr einen Account wechselt, schaut euch die Serverrichtlinien an. Also ich bin jetzt auf einem Server, der relativ wenig wegblockt, was ich aber sehr gut finde. Andere Leute sind halt ein bisschen sensibler, was halt auch gerade so, naja, politisch schwierigen Content angeht. Also in letzter Zeit hat man es ja viel mit so Corona-Geschwurbel mal gesehen. Da wird bei uns ein bisschen länger diskutiert als mit anderen Servern. Und ja, die Serverrichtlinien sind auch insofern wichtig, dass es die Möglichkeit für den Server einzeln gibt, andere Server wegzublockieren. Und also nicht nur, dass ihr einen einzelnen Account blockiert oder einen Server blockiert. Euer Server kann halt auch einen anderen Server blockieren. Das bedeutet, dass ihr dann gar nicht mehr mit dem gesamten Server und allen Accounts, die da sind, reden könnt. Und das ist halt kritisch bei vor allem großen Instanzen, aber da gehe ich gleich nochmal drauf ein. So, Community wäre also der nächste Punkt. Die ist einfach kleiner. Wir hatten vorhin so dieses Bild mit, ja, wer ist in Social Media? Und die ist in Fediverse viel, viel kleiner, wenn ihr also für irgendeine Orga oder so einen Account betreuen wollt. Ist es schön, wenn ihr nur im Fediverse seid? Das machen wir zum Beispiel bei Bits und Bäume Dresden so, aber er erreicht halt auch keine Leute. Es ist immer so ein bisschen, ja, dafür erreicht ihr aber die Leute, die im Zweifel mehr Fragen stellen, wo der Umgangston besser ist. Und das würde ich ganz hart auch auf die mehr Zeichen geben, die es gibt. Zudem durch die Werkzeuge, die es gibt, wie zum Beispiel Content Warning, sind halt die Leute auch mehr aware. Also zumindest ich empfinde das so in meiner Bubble. Und ihr könnt halt auch auf Themenserver umziehen, wie zum Beispiel Musik, es gibt welche für Queer-Themen, es gibt den lokalen, wo ich jetzt bin. Also das ist halt auch sehr schön. Aber dadurch ist ja durch ein also auf einen eigenen Server mit einem eigenen Thema gehen können und durch das Blockieren habt ihr einen viel stärkeren Bubble-Effekt als jetzt draußen in den Monopolen. Und der ist ja sowieso schon sehr stark und naja, im Fediverse sind fast nur Aktivistis und Techies und da kommt viel anderer Input nicht so richtig rein, was auch schwierig ist. Algorithmus hatte ich gerade schon, gibt's nicht. Es gibt die Timelines und die Filter, die ihr benutzen könnt. Und das war's. Ich finde das super. Und jetzt Abhängigkeit. Und ganz klar, ihr seid von dem Server abhängig, auf dem ihr seid. Also es gibt ein paar Sachen. Zum Beispiel auf Mastodon könnt ihr sehr einfach von einem Server mit dem nächsten mit einem Account umziehen. Aber das ist zum Beispiel mit dem Funkwell, was ich jetzt vorhabe, nicht so einfach möglich. Das ist schon dann immer schwierig, vertraue ich dem Server und ich kenne auch einige Leute, die halt eigentlich auch so aus der IT-Sicherheitsbubble sind, die deshalb nicht auf Mastodon gehen wollen. Und wenn der Server offline ist, bevor ihr was erfahrt, ist es halt auch schwierig. Und man ist abhängig davon, dass sich trotzdem jetzt Monopole in unserer Dezentralität ein bisschen bilden. Also bestes Beispiel im deutschsprachigen Raum ist eigentlich chaos.social.
Das ist ein cooler Server, der wird super gut moderiert. Ah, der wird halt auch relativ hart moderiert. Und ich verstehe es, wenn man jetzt sucht, der wird immer oben angezeigt, wenn man irgendwo hingeht. Aber wenn dieser große Server oder jetzt irgendein anderer großer Server, der kommen würde, sich einfach entscheidet, so, das Moderationsteam wechselt und auf einmal blocken wir halt ganz viele Server, die uns nicht gefallen, weil, weiß ich nicht, die uns zu inhaltsleeren Content machen, dann ist quasi dieser Server, der weggesperrt wird von dem großen Server, nicht mehr Teil der Community, weil fast alle Leute auf diesem Monopol wohnen. Und das ist vielleicht, falls ihr euch nochmal einen Account anlegen wollt, so ein bisschen Appell an mich, guckt wo. Danke für die Zeitangabe. Guckt, wo ihr euch was sucht. Guckt, ob ihr nicht vielleicht selber einen Server machen könnt oder ob ihr nicht auf einen kleinen Themenserver gehen könnt. Weil das ist ja der Gedanke, die Dezentralität. Und ich sehe es halt gerade sehr, sehr kritisch, dass wir viele Leute trotzdem haben, die einfach auf die großen Server ziehen. Und natürlich Barrieren. Ja, das Wissen fürs Fedi ist nicht so einfach zu finden. Und ja, es ist auch technisch schwieriger einzurichten, man muss es einfach mal sagen. Und ich habe jetzt auch ein paar Nicht-Techies mit reingezogen und das lief schon mit Betreuung. Und es fängt schon damit an, mit welchem Client benutze ich das? Also zum Beispiel für Mastodon empfehle ich sehr Tusky und Fedilab. Mit Fedilab kann man auch ein paar andere Sachen gut bedienen, also mein Friendica mache ich auch darüber. Aber da fängt das schon ein bisschen an. Und da müssen wir uns auch so ein bisschen, naja, im Klaren sein, dass wir die Leute nicht so schnell verurteilen, wenn sie halt sagen, ach, ich traue mich aber nicht. So, Zusammenfassung, irgendwie gibt es trotzdem viel Kritik am Fedi. Und ja, da es ein Gemeinschaftsprojekt ist, ist es halt so, das Fediverse ist das, was wir draus machen. Und es ist auf alle Fälle kein Allheilmittel für die Social-Media-Landschaft. Dafür läuft zu viel komisch, dafür sind auch zu viele Leute drin und wir sind alle nur Menschen, also passieren auch merkwürdige Sachen. Aber es ist eine super Möglichkeit für uns alle und es ist auch eine sehr selbstermächtigende Möglichkeit, weil theoretisch können wir einfach alle unseren eigenen Server machen. So, hier sind nochmal die versprochenen Anleitungen, die gebe ich euch auch gerne weiter. Die sind jetzt auch ein bisschen bewusst von mir ausgewählt, weil die vom Schwarzen Pfeil, die ist halt einfach so die längste. Und ich durfte mein Bild beisteuern und die von Hopi.dd, die haben wir ganz am Anfang mal für Mastodon gemacht. Das ist so die kleine, kompakte Variante. Dann danke ich euch. Und hier sind nochmal die Bildquellen. Gut, das war's. Wenn jemand ein, sehr gut, jetzt habe ich auch ein Mikrofon, sehr gut. Vielen Dank nochmal. Wenn wir jetzt noch, können jetzt noch eine Frage nehmen, wenn jemand was, ich sehe hier eine Meldung, ja. Ich komme einmal rüber, wir haben leider nur ein Mikrofon gerade. Genau, und zwar so Binärdaten im Fediverse. Also ich meine, ActivityPub hat halt, seit zuletzt damit beschäftigt, habe zumindest das Problem, dass halt ActivityPub selber halt überhaupt keine Möglichkeit hat, Binärdaten zu teilen und alle Services nutzen halt trotzdem Binärdaten. Ne? Also du willst halt Fotos haben, du willst Videos haben, du willst irgendwie Musik oder was auch immer haben. Und ist alles inkompatibel miteinander. Weißt du, ob es da irgendwie Bewegung gibt, ob das irgendwann mal normiert wird? Weil momentan wird halt quasi von jedem einzelnen Tool dies erweitert. Nee, ich weiß, was du meinst, aber ich weiß nicht, ob es da eine Bewegung gibt, dass das gelöst wird. Es tut mir leid. Na gut, machen wir noch ganz schnell eine kleine Frage. Dann ist aber auch Schluss. Damit sich die Tools miteinander verstehen, basiert das alles auf den Activity-Streams, Verbs und Nouns und die passen das jeweils für sich an. Aber prinzipiell ist es ein Vokabular, was man komplett verstehen kann. Okay, also offenbar eine Erwiderung gewesen. Gut, dann würde ich sagen, wir haben die Zeit gut ausgenutzt. Weitere Fragen nimmt Ökök sicherlich auch gerne noch in Person entgegen. Ja, ich bin ja noch da. Genau, wunderbar.